So, hallo, einen guten Abend und heute hoffe ich mal wieder Jagged Alliance 2 ohne Probleme. Zumindest eine kleine Runde zu spielen. Mal schauen, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Okay. Hi. Hi, hi, hi. Einen guten Abend, späten Nachmittag, wie ihr es am liebsten sagen wollt. Ich starte das Spiel und ich muss noch ein bisschen darauf achten, dass die Balken hier auch ausschlagen. Also auf jeden Fall, mein Mikrofon sollte senden. Und jetzt hoffentlich auch gleich das Spiel. Ja, von der Fläche her sieht es okay aus, denke ich, was da übertragen wird. Und schaue ich mal nach den Knöpfen. Ha! Es macht einen Ton. Gut. Lade ich den letzten Speicherstand. Bevor ich fortfahre, ihr erinnert euch, Sekunde. So, ihr erinnert euch, beim letzten Mal habe ich hier jede Menge Waffen in diesem Sektor vorgefunden und musste die dann verteilen. Warum sind denn die jetzt ausgegraut? Bin doch mit den Söldnern in diesem Sektor. Wahrscheinlich, weil die alle eine Aktivität haben oder so. Wobei, dann sollte man das trotzdem in ihr Inventar verschieben können. Kann von hier aus nicht angehoben werden. Das ist eigenartig. Es sollte eigentlich gehen. Kann er das auch da hinlegen? Komisch. Naja. Ist aber nicht so schlimm, denn das, was ich zeigen wollte, sieht man eigentlich auch noch. Und zwar habe ich rausgenommen aus dem Inventar eine Colt M635 mit einer geringen Reichweite von nur 19 und eine Farmae SAF. Ja, Reichweite von 16. Und die habe ich ausgetauscht gegen andere gute Waffen, die ich hier in dem Sektor gefunden habe. Und sie verteilt an einerseits Fox, die hat jetzt eine Ruger Mini 14 als ein Scharfschützengewehr. Reichweite von 36. Naja, ein Gewehr zumindest. Jagdgewehr, genau. Und dann hat Chris die Remington bekommen. Das ist ein Scharfschützengewehr. Genau. Und mit einer krassen Reichweite von 78. Und er hat ja zudem noch eine Colt Kommando, auch eine Reichweite von 30, mal verglichen hier mit diesem Colt, mit der kleinen Reichweite. Genau, der hatte vorher auch eine andere Waffe. Hatte der die Mini 14? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Könnte sein, dass er vorher die Mini 14 hatte. Könnte sein. Oder hat jemand anderes irgendwas? Guten Abend. Guten Nachmittag. Frigigraf Sushi, du bist ja lang nicht da gewesen, Diamantrex. Und danke dir für 100 Bits.
Du bist auch noch da. Gibt's dich noch? Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Wie geht's dir? Ah, genau, die SKS. Die SKS hatte Chris vorher, die hat jetzt Herr Moos bekommen. Ja. Ein bisschen fraglich, ob das so sinnvoll ist bei ihm. Weil der hat ja auch eine andere Waffe, die auch eine 35er Reichweite hat und die SKS hat eine 37er Reichweite. Also kaum ein Unterschied. Habe ich wahrscheinlich nicht so ganz drüber nachgedacht. Aber ich habe auch noch was anderes verteilt. Genau, den Colt Kommando hat, denke ich, Dimitri bekommen. Und Ira hat eine AK und Grizzly hat eine AK und Trevor hat die Farmers bekommen, die hier noch lag in dem Sektor. Ja, du bist doch mein größter Fan. Ja, jetzt bist du auch mal wieder da. Du warst wahrscheinlich sehr beschäftigt, dass du nicht da sein konntest als mein größter Fan in den bei den vielen anderen Streams, die ich so gemacht hatte. Aber vielleicht bist du ja auch nur großer Fan von bestimmten Inhalten. Größter Fan, natürlich, größter. Genau. Okay, ja, alles schön verteilt. Die besten Helme und so haben sie auch alle aufbekommen. Alles gut soweit. Jetzt ist nur noch, wollte ich eigentlich nur noch hier an den Gegenständen was machen. Und das wollte ich euch eigentlich auch zeigen, aber wenn die jetzt so ausgegraut sind, ist es ein bisschen ungünstig. Ich muss mal eben. Trevor ist gerade Patient. Der soll dann aber auch reparieren, natürlich. Mach ihn mal nochmal zu Trupp 1, Trupp 2. Warum ist das ausgegraut? Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Weil sie sind doch in dem Sektor. Müsste doch angezeigt werden, dass das aufgehoben werden kann. Sehr eigenartig. Liegt es daran, wo sie sind? Ich doch nichts dagegen. Sie können doch alles aufheben. Aber kann doch da hingehen und das aufheben. Ah, irgendein komischer Bug. Pfoff! Genau. Forge of Vampires. Ja, und zwar, was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, man kann hier mit bestimmten Sachen Dinge bauen. Also so ein bisschen MacGyver-mäßig. Und wir hätten hier eine Alustange und eine Feder. Und man kann, wenn man einen Söldner hat, der gut darin ist, Dinge zu reparieren, gut in Technik ist, dann Forge of Fragments. Ja, da hast du total recht, Samson. Forge of Fragments. Das ist ein cooler. Eine sehr gute Beschreibung, was aus Forge of Empires geworden ist. Und hallo, Samson. Schön, dass du auch da bist. Ja, genau. Und wenn man einen Söldner mit hohem Technikwert hat, dann kann man diese Sachen hier miteinander verbinden und daraus neue Geräte machen oder neue Dinge basteln. Ganz MacGyver-mäßig. Und das sieht man hier gar nicht. Interessanterweise, wenn man hier die Feder auf die Alustange zieht, dann ist das auch ausgegraut, als könnte man das nicht miteinander kombinieren. Aber, tada, Bolzen und Feder kreiert man, wenn man das miteinander verbindet. Und das wiederum kann man nutzen, um Waffen zu verbessern. Und eine Alustange-Feder Kombination, damit kann man die
Aktionspunkte senken, die man braucht, um eine Waffe abzufeuern. Das sieht man jetzt hier sogar, dass ich die da einsetzen könnte. Aber die Farmers ist schon eine Waffe, die sehr, sehr niedrige Aktionspunkte hat. Deswegen wäre die vielleicht nicht der richtige Kandidat dafür. Schauen wir mal nach der AK. Die ist, glaube ich, auch ziemlich gut mit 10. Was haben wir denn noch so? Nur 4. Das? Auch 10. Ich denke, auf die Scharfschützengewehre geht's nicht. 3. Okay, dann macht ja die AK schon Sinn. Genau, dann würde ich das die AK jetzt einfach mal auch an Trevor geben. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das nötig ist, dass man das alles in das Inventar von dem Techniker packt, aber sicher ist sicher. Weil wenn das jemand anderes macht, dann passiert das schnell, dass die Geräte kaputt gehen. Genau. Und jetzt packe ich das mal hier rein und wir haben uns gemerkt, 10 Aktionspunkte hat die AK jetzt. Und wenn ich die Modifikation dort anbringe, hat sie weiterhin 10. Bö-dö-dö-düm. Wie kann das sein? Irgendwas muss es, irgendein Effekt muss das Ding noch haben. Muss ich nochmal vergleichen. Das ist jetzt eigenartig. Das ist das zweite Eigenartige. Nachdem das Gebiet gesperrt war und ich hier nichts aufheben konnte. Es ist wieder so. Gehe einmal in den Sektor rein. Wieder hoch. Kann ich. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Was habe ich dem Trevor da eigentlich aus dem Inventar genommen, dass der die Sachen kombinieren konnte? War das auch schon das TNT vorhin? So. Ne, das ist Grizzly. Das ist Trevor. So. Jetzt speichere ich nochmal, dann habe ich genau den Stand, wo ich das mache, um zu gucken, was vorher ist und was nachher ist. Jetzt habe ich auch diesen Bildschirm hier offen. Minus 33% AP hat das Ding schon. Ah, okay. Ist eine AP-Reduktion beim Dauerfeuern. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, weil mit der Feder und dem Bolzen, ne, Schwung und so. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber anscheinend bei Feuerstößen kann man jetzt schneller schießen mit der Modifikation oder mit weniger Aktionspunkten schießen durch die Modifikation. Ja, und das kann dem Grizzly doch ganz gut helfen. Seine Geschicklichkeit ist eh nicht so groß. Genau, deswegen hat er ja nicht so viele Aktionspunkte von vornherein. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, dass er das jetzt hat. So, und das TNT lege ich hier wieder drauf. Grizzly. Der bei Grizzly. Da eigentlich bei Trevor das zu machen. Aber ist nicht so schlimm, bei Grizzly ist es auch okay. So weit, so gut. Was haben wir noch im Inventar? Kann ich da noch was kombinieren? Gummiband und Stahlrohr kann man auch nutzen, aber nicht in dieser
Kombination. Ja, das ist jetzt Jagged Alliance of Fragments. Dass man Dinge kombinieren kann miteinander, die dann neue Dinge ergeben. Genau. Also. Aber so viele sind es nicht. Es sind nur so ein paar kleine MacGyver-Sachen. Okay, dann muss ich jetzt erstmal Zeit vergehen lassen. Achso, was ich noch gemacht habe, ich habe mit Biff, Flo und Alex geschlafen und alles in Drassen eingesammelt und mich in Bewegung gesetzt Richtung San Mona. So, und natürlich die Tätigkeiten eingestellt der Söldner, die Fix verletzt sind und und so. fertig. Bin fertig. Brauche was zu tun. So, zwei sind nicht mehr verletzt. Trevor ist ein Reparateur. Was macht denn Chris so lange? Der kann doch nichts. Leads können wir noch nicht trainieren. Dafür haben wir zu geringe Loyalität bisher in Grum. Also können wir eigentlich nur. Was gibt es hier für einen Betrieb? Mine. Sprengstoff kann man üben in der Mine. Man kann so Sprengstoff üben, also über das Trainieren könnte ich jetzt üben und Sprengstoff machen. Aber wenn man das an einem Ort macht, wo es bessere Bedingungen gibt, wie zum Beispiel hier durch die Mine, dann kann man besser trainieren. Das ist dann so ähnlich, als wenn man durch einen Lehrer das beigebracht bekommt. Aber das erinnert mich auch daran, dass ich hier mal in die Mine gehen sollte. Denn in der Mine selbst sind ja auch noch einige Sachen hier zu holen an Gegenständen. Insbesondere ja, das ist schon mal gut. Gold oder Silber, je nachdem, was. Aber auch noch andere Sachen. Sanitaschen und Knicklichter. So viel Platz hat Chris gar nicht im Inventar, dass er das mitnehmen könnte. Macht jetzt erstmal nichts. Ich muss dann nochmal mit jemand anderem darunter gehen. Chris soll erstmal einmal durchrennen und alles erkunden. Liegt ja gar nichts Was rum. ist das? Da. Ein Stück Gold. Es ist hier tatsächlich auch Gold und kein Silber mehr. Goldnuggets. Die sind dann natürlich auch wertvoller als die Silbernuggets, die ich in den Minen von Könnte Chicena einen Blick wert sein. Was ist das? Drassen Was ist das? bisher gefunden habe. Und diese Mine in Grum bringt dann auch einen höheren Ertrag. Ein Goldnugget mit 1000 Wert. Es lohnt sich schon, hier einmal durchzulaufen und die Nuggets abzuholen. Nochmal hier unten lang gelaufen, wenn ich wieder zurückkomme. Forge of Fragments. Wie war? So, ihm geht langsam die Puste aus. Das ist auch der Nachteil, wenn man nur mit einem Söldner runtergeht. Kann man nicht die ganze Zeit rennen. Ich muss langsamer machen. Ja, lass mal ein bisschen Zeit vergehen.
kann ich auch aus der Mine wieder rausgehen. Da wäre ich jetzt einen Sektor weiter im Süden. Da ist auch ein Ausgang. Achso, da oben war ich noch gar nicht in dem anderen Bereich. Aber hier sind doch bestimmt noch Was ist Nuggets. das? Was ist das? Alles voll. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er muss zu jedem einzelnen Nugget sagen, was ist das? Was ist das? Die Control. Das kriegen wir hin mit Control. Könnte einen Blick wert sein. Dieses Mal könnte es ein Blick wert sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so groß zum Spielen komme, denn also dann auf der Karte, um dort den nächsten Stadtteil von Grum zu erobern. Aber ich hoffe mal. Ich rechne ein bisschen damit, dass da nicht so viele Gegner sind, wie beim letzten Mal. Da hatten wir ja wirklich enorm viele Gegner. Dadurch, dass die wahrscheinlich einfach aus dem anderen Sektor rübergelaufen sind, um am Minensektor zu unterstützen. Und was ist das? Die werden könnte jetzt, einen Blick wert sein. Denke ich, fehlen in dem anderen Sektor und der wird nur noch die Standardbesetzung haben. Und nicht mehr so schwer bewaffnet sein. Noch ein Knicklicht. Okay, jetzt haben wir erstmal das Gold hier eingesammelt. Das ist in Ordnung. Das können wir einzahlen. Das sind 8000. Wow. Sehr schön. Und dann können wir das Knicklicht mitnehmen. Er hat. Ich sehe schon Knicklichter. Ja, aber kann er nicht mehr stapeln. Dann zurück nach oben. Müssen wir gleich nochmal rasten. Mit Chris. So. Genau, hier wollte ich noch mal gucken. Hier könnten noch Goldstücke sein. Da war ich nämlich noch nicht in diesem Zwischenbereich. Könnte einen Blick wert sein. Ja. Was ist das? Könnte einen Blick wert sein. Was ist das? Da habe ich wohl daneben gegriffen. Und nochmal 1600 obendrauf. Das ist doch ein schönes, schnelles Einkommen. Bei Jagged Alliance 3 hat er ja auch recht schnell viel Geld verdient, der Riding Bull. Ich weiß nicht, ob ihr auch geguckt habt, oder du zumindest, Samson. Du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass er streamt. Und dann habe ich auch jeden einzelnen Stream geguckt und letzten Freitag, war das letzten Freitag? Ich glaube ja. Letzten Freitag wollte ich eigentlich streamen und habe dann festgestellt, oh, Writing Bull streamt ja wieder. Und dann habe ich ja, dazu gesehen und selbst nicht gestreamt. Verdammt, jetzt habe ich versehentlich das Knicklicht ausgelöst. Naja, damit ist es dann verbraucht. Fehler passieren. Okay. Chris. Ja, schießen. Auch versehentlich. Gut. Ja, dann
lern doch mal. Warum? Sprengstoffe ist gar nicht so verkehrt. Lern doch mal Sprengstoffe. Ach so, man muss eine gewisse Vorkenntnis haben, um das überhaupt trainieren zu können in der Mine. Dann lern doch mal alleine Sprengstoffe. Denn er hat bisher noch. Ach doch, er hat eins. Ja, aber er ist kurz vor zwei. Also warum nicht? Soll er das doch voll machen? Wir müssen eh noch ein bisschen warten, denn Hamus muss noch geheilt werden und Grizzly. Ich tue, was ich kann. Ich beendet, Oberboss. Oberboss. Sehr lustig. Kann der? Nee, kann er auch nicht. Aber er kann es auch lernen. Ist ja auch nicht mehr so lange bei ihm. Bin bereit, weiterzumachen. Ich bin soweit. Okay, erledigt. Ja, nicht geschafft bei Hamus, aber Chris hat einen Punkt Sprengstoffkenntnis dazu gewonnen und Trevor hat ein bisschen was repariert in der Zwischenzeit. Dimitri auch. Okay, jetzt haben wir 8 Uhr morgens. Ich würde fast sagen, es geht direkt weiter, weil sonst schaffen wir nicht viel. Denn in ungefähr einer Stunde kommt meine Familie wieder und da werden wir uns dann familienmäßig beschäftigen. Genau. So. Hallo Tyrawal. Ja, ich hoffe, es hat geschmeckt. Der Bär geht los. Chris, der Bär. Der Tanzbär. Ah, es ist ja vielleicht wieder nicht verkehrt, wenn ich die drei Guten in ein Team mache und die vier nicht so Guten in das andere. Wobei Fox und Grizzly in einem Team ist, glaube ich, gut, weil die sich mögen. Sehr gut. Gab's Bär? Ja, und Grum ist schon eine ziemlich große Stadt, wie ihr seht. 5 Sektoren. Wobei der Minensektor, da ist ja nur die Mine. Und da gibt es einiges zu holen. Ich hoffe, wir schaffen den ersten Sektor. Durchaus nicht persönlich gemeint. Alles gut. Genau, weil wir nicht so viel Zeit haben, Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. aber wie gesagt, ich vermute halt, dass die Verstärkung für den unglaublich gut verteidigten Minensektor hierher kam und der gar nicht mehr so gut bewacht ist. Aber ich sehe gerade, das ist die Fabrik, die ist noch ganz gut. Die ist ziemlich gut bewacht eigentlich. Na dann, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Könnte auch Bär gewesen sein. Okay, ja, klingt gut. Leckeres Bärenfilet. Okay. Also, ich muss wieder die Kombination, ich habe das noch hier immer unten drunter zu liegen, drücken. Shift N. Shift R. Ist schon alles nachgeladen. Und Shift B. Da liegen die Rucksäcke. Und ja, ich hab eigentlich geguckt, wie das ist mit dem alle gleichzeitig abknien und leise machen. Aber ich hab's geguckt, als ich die Waffen aus der letzten Beuteverteilung aufgesammelt habe und dann mir nicht gemerkt, mal wieder. Ich finde es, glaube ich, auf dem Zettel nicht so schnell. Okay. So, genau, die Fabrik. Die Fabrik. Mal gucken, ob Ira was sagt.
Die ist jetzt erstmal von hinten an den Zaun ranzulaufen und dann aufs Dach zu klettern und nicht hier unten beim Haupteingang. Hier ist nämlich auch überhaupt keine Deckung, also. Und ich hoffe, ich habe irgendwas dabei, dass ich ein Loch in den Zaun mitschneiden kann. Eine Drahtschere oder so. Jemand trampelt da ganz laut. So. Kann man mit einem Rambo-Messer vielleicht? Rambo? Sieht nicht so aus. Es könnte, ich glaube, Trevor, genau. Trevor hat dieses... Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Und ich hätte das in den Rucksack packen sollen. Nee, das ist falsch. Könnte sein, dass ich jetzt da nicht reinkomme. Auch oben nicht lang. Müssen wir vielleicht durch die Vordertür gehen? Hier niemand eine Drahtschere hat. Ich sehe zumindest keine. Ich schaue nochmal aufmerksam. Vielleicht in einem der Rucksäcke. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Heb die nochmal auf. Bin schlecht vorbereitet. Mensch, Hamus ist schnell. Das ist echt schnell. Okay, geht mal alle hier drauf. Ich habe noch nie die Rucksäcke aufgehoben, während ich die Feinde noch nicht besiegt habe. Okay, es klappt aber. Also der Trupp schon mal nicht. Da, Trevor hat die Drahtschere. Huh, Glück gehabt, würde ich sagen. Dann kommt mal alle wieder runter. Und bis sie da unten sind, dauert ein bisschen. Ich bin noch mal kurz auf Toilette. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. So, da bin ich schon wieder. Ist irgendwas passiert? Zum Glück nicht. Trevor, mach doch erstmal
das alles auf, hebt das Werkzeug auf, dann... Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Die Söldner haben die Klospülung gehört, oder? Also ihr könnt eigentlich nicht, denn ich habe das Mikrofon stumm gestellt. Aber wer weiß, was ihr für Superohren habt. So, jetzt nochmal Shift R. Jetzt liegen die Rucksäcke hoffentlich wieder. Was? Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ach, Shift B für Backpack natürlich. Das ist verwirrend. Shift R ist nachladen. R wie Rucksack, B wie Backpack. Ja, Samson hat die super Ohren. So, ich hoffe, es ist niemand auf dem Dach. Okay, sieht gut aus. Es sieht gut aus. So. Alle hoch. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Da ist, hat er gerade durch den Lüftungsschacht durchgeguckt und einen kurzen Blick ins Innere der Fabrik werfen können. Der Chris. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Oh nein, Fuchs fehlt noch. Der Fuchs. Ja, so, sind wir oben. Geräusche. Die Bewegung von unten, die leisen, das könnten auch die Fabrikarbeiter sein. Also, da ist jetzt das muss kein Gegner sein. Das lege ich mal ab. Na, ne, vom Gewicht. Ja, doch, vom Gewicht ist er schon drüber. Wenn sie über 100% Gewicht haben, dann reduziert es auch ihre Aktionspunkte. Deswegen sollen sie eigentlich immer unter 100% haben. Das gleiche gilt für Fox. Ich denke mal, beide hatten auch einen Rucksack dabei und ich habe wieder vergessen, die Sachen da reinzulegen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Da müsste man fast noch was... Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Munition auch nochmal ab. Sie hat ja 100 Schuss in jeder Waffe. 100 Schuss für jede Waffe, das sollte reichen. Hoffe ich. So, okay, dann tasten wir uns langsam nach vorne. Bisschen weiter. Oh, das sollte. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Na, schau mal an. Schon ist da einer. Ja, dann ist der. Ist die Ruhe vorbei. Und das ist sogar einer, der Flecktarn hat. Hauptfeldwebel. Keine Ahnung, was das. Wie stark das ist hier in Jagged Alliance. Okay, wir fangen mal an mit den Söldnern, die nicht so sind. Nehme ich mal ein bisschen zu ihm, damit sie noch was lernen können. Treffen lernen können. Genau. Und können ja dann auch ich glaube, hinlegen ist sogar besser mit der Waffe. Kann sie nicht mehr gezielt schießen. Das war nicht so gut. So, Dimitri ist jetzt dummerweise hier.
Dimitri sieht ihn im Moment auch gar nicht. Aber so. Oh, hallo Arak. Schönen Dank für dein Abo. Schön, dass du da bist. Ich habe mit dem Arak gerade relativ viel Kontakt. Niemand trifft. So, dann müssen wir, glaube ich, mal jemand, der es kann, machen lassen. Chris. Denkst du? Tja, das wird hier echt ein kleines. Gefährliches Abenteuer. Kritisch, reicht mir das? Ich habe ein bisschen Angst. Ich will nämlich nicht ganz alle Aktionspunkte. Oh. Verbrauchen, wollte ich sagen. Denn ich weiß nicht, ob vielleicht noch mehr Gegner da auf dem Dach sind. Ja, also ich habe gar keine Wahl. Ich kann gar nicht alle Aktionspunkte verbrauchen, denn ich muss noch kämpfen gegen manche Gegner, die hier, denen es hier noch zu gut geht. Okay. Und der Hauptfeldwebel, was auch immer das ist, in der Legende von ich spiele wieder nichts drin, genau. Von Jagged Alliance 2, der steht noch, aber er ist kritisch. Ich hoffe, er kann sich nicht mehr groß bewegen. Falls doch, dann kann er uns jetzt ein paar Kugeln reindrücken und ich hoffe, das passiert nicht allzu schlimm. Sonst müssen wir dann doch nochmal den Ladeknopf drücken. Okay, er hat versagt. Zum Glück hat er versagt. Kommt jemand aufs Dach, hilft aber nichts. Grizzly kann nichts machen. Aber der hat beim Aufstieg auf das Dach all seine Aktionspunkte verbraucht. Das ist ein Unteroffizier. Was ist denn jetzt besser, Hauptfeldwebel oder Unteroffizier? Das muss doch... Das muss doch Tyrawall wissen. Und dann ist es wahrscheinlich ähnlich gegliedert wie in einer richtigen Armee oder in der Bundeswehr. Ja, ich habe gerade öfter Kontakt mit dem Arak, denn bei Rise of Cultures, das spielen wir ja beide, werden möglicherweise unsere beiden Allianzen fusionieren, ein Bündnis eingehen. Ufts ist niedriger. Der Unteroffizier, okay. Ufts, Stufts. Okay. Hamus. Ja, Fusion schon, aber die andere Allianz bleibt ja dann noch da. Deswegen. Also wenn die andere ja dann noch da ist. Genau. Okay, also ich glaube, das Schleichen können wir rausnehmen. Ich gehe mal ein bisschen weg von den anderen. So ganz auf einer Stelle hocken ist, glaube ich, auch keine so gute Idee. Und sonst bin ich ja sehr nah dran. Vielleicht können wir mal versuchen, die Pistole anzusetzen. Und der hat eine Rüstung. Oh, Grizzly. Dreh dich mal so. Geht auch gar nicht so richtig, wegen... wegen des Platzes. Er kann sich nicht hinlegen, denn Trevor liegt im Weg.
Aber wir könnten mal versuchen, einen Feuerstoß auf diesen Gegner aus sehr, sehr nah abzusetzen. Und das hilft dann hoffentlich. Tatsächlich. Mama wäre stolz auf mich. Das hilft, das hast du gut gemacht und deine Mama wäre bestimmt ganz stolz. Okay. Ja, Verschmelzung, Zusammenschluss. Genau. Genau. sowas machen wir da. Voraussichtlich, es sei denn, ja, wir entscheiden uns doch noch dagegen. Aber im Moment sieht es eigentlich... Nun, ich würde sagen, das war außergewöhnlich gut. Ja, Ira, das hast du super gemacht. Sieht es eigentlich ganz gut aus, finde ich. Also, ich wäre auf jeden Fall sehr dafür. Das würde, glaube ich... ...sein. So, Chris, komm mal ein bisschen... Renn mal noch ein bisschen hier hin, damit du nicht so viele Aktionspunkte verbrauchst. Und dann legst du dich auch hin. Dimitri, schau nach da. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Laut von unten. Okay, es ist nichts passiert. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal ein bisschen auf dem Dach verteilen. In alle Richtungen gucken. Und damit hoffentlich ausschließen, dass wir hier überrascht werden. Ich denke, von ganz hinten wird niemand kommen, aber man sollte auf jeden Fall nicht ganz blind sein. So. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Psst, Geräusche. So. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Der Rundenmodus. Seid ihr aus. Bereit? Genau, sie sind hier. Ich wollte sagen, die haben Gelegenheit, jetzt aufs Dach zu klettern. Da ist ein Major hochgeklettert. Der ist grau. Ist der besser als der Unteroffizier? Ich denke ja. Ist der besser als ein Hauptfeldwebel? Wenn man der Rangliste der Rangliste. Der Dienstgradliste der Bundeswehr nachgeurteilt. Viel besser. Also besser in Anführungszeichen, höher bezahlt. Kompaniechef, okay. Das ist die Chefin hier, ja? Okay. Hä? Die müssen wir dann... Ira hat es nicht geschafft. Ich guck mal, ob die Walter auch reicht. Die würde nur 5... Ach nee, die braucht nur 4, die Colt. Könnt ihr noch gucken nach der Pistole. Die reicht auch. Macht natürlich nicht so viel Schaden, aber... Ah. Rüstung. Und er hat da irgendeine verrückte Munition drin. Ich weiß gar nicht, was grün ist. Es könnte Hohlspitz sein, dann... Wo ist die Beschreibung? Glaser. Glaser. Genau, also die hat auch einen Malus auf Rüstungsdurchschlag. Von daher war das keine so gute Idee, bei ihm mit dieser Pistole zu gehen. Aber gut. Zu spät ist zu spät. Sie wollte ja da hochklettern. Ja, die Gegner, die werden langsam gut. Das war ja aber auch beim letzten Mal in der Mine schon ziemlich krass. Also da liefen ja auch schon einige Graue rum.
Und... Okay, da tut sich was. Ich hab... Knapp daneben. Das wird mir nicht passieren. Okay. Das ist gut, dass Grizzly was gesagt hat. Ich wüsste nämlich nicht, wer sonst... auf wen es sonst hätte gehen sollen. Es könnte natürlich sein, dass der sogar hier oben liegt. Und von dort da drüben hier mit Dauerfeuer drüber geschossen hat. Und mit der hier von hinten habe ich auch nicht gerechnet. Also das definitiv nicht. Dass da einer wirklich von ganz hinten kommt. Also die KI der... Die KI der Gegner ist schon deutlich besser geworden. Bei 1.13 als beim Standard Jagged Alliance 2. Und die hatte echt viele Aktionspunkte. Leutnant. Das hier war ein Unterleutnant? Oh ne, Unteroffizier. Leutnant ist doch schon Offizier? Tja. Oberstleutnant. Sie ist Leutnant. Oberstleutnant ist bestimmt besser als Leutnant. Klingt nämlich nach oben drüber. So. Da werden wir mal diese krasse Munition hier einsetzen. Um die zu treffen. Und ich denke, ich muss mal... wie machen wir das am besten? So, Ira kann jetzt helfen noch. Die hat ja auch die Uda. Diese Uda hat ja irgendwie so eine ganz komische Munition. So eine Art Schrotmunition. Revolver 12,3 mm, hohe Durchschlagskraft. Ja. Der niedrigste Offizier. Genau, so war mir irgendwie das ein. Dass das der erste Offizier ist. Erster Offizier ist Dienstgrad. Genau, das darf jetzt Ira auch versuchen. Sehr gut. Kritisch, die ist noch nicht besiegt. Die, also, hat jetzt ihre Aktionspunkte verloren. Wir könnten riskieren, sie nicht zu töten. Aber es ist schon... Ich glaube, ich würde es lieber nicht riskieren, sie nicht zu töten. In dieser Runde. Okay. Jetzt würde ich es riskieren. Jetzt hat sie nochmal einen Treffer bekommen. Ich denke mal, jetzt wird sie nicht aufstehen und nochmal schießen können. Also vielleicht steht sie auf, kann dann aber nicht nochmal schießen. Jetzt habe ich auch die Spezialtasten vergessen. War das Ende? Ja, Ende ist das. Genau. Das ist das Sichtfeld von Grizzly und das ist jetzt nicht besonders gut. Auch das von Chris nicht. Ich werde mal mit Chris Palim. Samson, vielen Dank. Vielen Dank, Samson, für den zweiten Monat. Ah, cool. Da kriege ich ja wieder richtig viele Abos hier von euch. Danke euch. Ich kann nicht rüber gucken auf das andere Dach. Es klappt nicht. Also ich würde mal Grizzly aufstehen lassen, um vielleicht zu gucken, ob der von unten geschossen hat, der da gerade geschossen hat. Ich sehe aber nichts. Jetzt kann er hier was sehen. Ich würde fast darauf tippen, dass der auf dem anderen Dach ist. Aber wir können nicht aufs andere Dach gucken, obwohl ich doch... ich muss das Scharfschützengewehr nehmen. Nee, da ist er nicht. Oder er liegt.
Oder er liegt auf dem Dach. Oder er ist auf dem Dach. Okay. Nur warten, würde ich sagen. Und ich lasse die hier lieber aufmerksam nach unten gucken, falls wieder jemand hochkommt. Ah. Und da kommt jemand hoch und Fox bekommt die Unterbrechung. Sehr komisch, dass Fox die Unterbrechung bekommt, weil sie ja in eine ganz andere Richtung schaut, aber finde ich nicht schlimm. Das ist auch ein Hauptfeldwebel, so wie der hier. Ist also wahrscheinlich eher ein niedrigerer Rang, denn der hat kein Tarnkit. Und auch keine graue Kleidung. Die mit der grauen Kleidung sind die guten. Also die sehr guten. Und dann gibt es noch die mit gelber Kleidung, die waren in Drassen, wo ich angefangen habe. Aber die sieht man, glaube ich, gar nicht mehr. Die sieht man nur ganz am Anfang. Da ist der Feind. Ich habe große Probleme. Ach. Zwei weitere Graue. Das Sub hat Arak dem Samson geschenkt. Arak, danke. Danke dir. Okay, ist ja ein Ding. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass vielleicht doch von Norden nochmal Verstärkung kam. Also, dass hier die Verstärkung aus dem Sektor kam, wo ich jetzt bin. Um die Mine zu verteidigen, weil da sind ja die Leute mit der grauen Kleidung auch von Westen hergekommen. Und dass jetzt vielleicht von Norden aus dem Stadtsektor nochmal Verstärkung gekommen ist und die mir jetzt auch hier von oben entgegenkommen und aufs Dach klettern und ich deshalb so viele von Gegner von hinten habe, was ja eigentlich nicht so wirklich passiert. Aber gut. Sie brauchen Kugeln! Sie brauchen Kugeln. Ah, die ist komplett leer jetzt, die Waffe. Ja, und ich hatte ja dann wirklich nur für die paar Schuss dann auch Munition. Also das war eine ganz nette Pistole. Auf jeden Fall. Für den Nahkampf eine Pistole mit ordentlich Schaden. Ja. Wobei 26 ist jetzt auch nicht verkehrt, ne? Okay. Kannst du noch einen Feuerstoß machen auf den? Kannst du schon, aber mit sehr viel Aktionspunkten. Das macht nicht so wirklich Sinn. Ich versuche nochmal. Oh, die Familie ist da. Hi. Jetzt schon. Da kann ich ja jetzt nicht mehr viel weitermachen, Leute. Mal gucken. Hallo. Was denn? Partytröte. Partytröte. Du bist eine kleine Partytröte. Ja, das ist eine kleine Partytröte. Gib mal her. Nein, meine. Ich will mal in den Stream tröten. Nein, da. Nein. Magst du in den Stream tröten? Das ist jetzt nicht mal ein. Tschüssi.
Tschüssi. Ja. So, jetzt haben wir hier eine gute Ablenkung, würde ich sagen. Soll ich aufhören? Muss ich nicht. Machen wir heute einen Filmabend oder morgen? Wie aus dem Gesicht geschnitten. Mini Chris. Ja. Genau, also ich muss noch nicht aufhören. Das heißt, wir versuchen es ein bisschen weiter noch in dem Sektor, zumindest wenn die Kleine nicht da ist. Sonst ist es natürlich kein Kinderspiel. Ansonsten ist ja da hier alles so klein und nicht Mini-Mikris, genau. Glaube ich nicht als schlimm zu identifizieren, das Spiel, wenn man es nicht gerade spielt. Und ja. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Hauptfeldwebel und nochmal Leutnant, okay. Hauptfeldwebel war doch nicht ganz so gut, oder? Na, weiß ich. Was weiß ich denn schon? Der ist doch hier unten auch Hauptfeldwebel und hat nur rot. Deswegen dachte ich das jetzt. Schaden 30, Schaden 25. Ich möchte den da gerne weghaben. Trevor. Erledige bitte das Problem. Oh Gott, Trevor, bitte. Geht doch. Okay, dann haben wir oben deutlich gefährlichere Gegner. Könnte natürlich auch sein, dass wer auch immer da mit Dauerfeuer geschossen hat, von hier hinten irgendwie auf dem Dach oder über das Dach rüber geschossen hat. Das könnte auch sein. Ja. Okay. Ira. Den anvisieren. Hinlegen. AK auf Dauerfeuer. Wir nehmen mal. Ja. Und drei Schüsse. Sehr schön. Sehr schön, Ira. Sehr gut gemacht. Okay. Dann. Chris müssen wir auf jeden Fall auch einsetzen. Auf jeden Fall gegen den hier. So. Ich weiß nicht, was sinnvoller ist. Und auch ein gezielter Feuerstoß. Ich tue, was ich kann. Ja. Ich glaube, wir werden hier so ziemlich alles verbrauchen, was wir an Leuten haben, denn die müssen so tief wie möglich gebracht werden, was ihre Lebensenergie angeht, damit sie nicht mehr agieren können. Im nächsten Zug. Denn das würde uns echt Probleme bereiten. Die sind jetzt zumindest beide schlecht. Die hier ist kritisch und bewusstlos. Wen sieht denn Fox? Die beiden sind grau. Ach so, sie sieht Fox. Es lohnt sich, aufzupassen. So, Fox ist jetzt Erfahrungsstufe 6 und damit teurer geworden. Ihren Vertrag zu verlängern. Gut, dass wir das noch beim letzten Mal gemacht haben. Ist jetzt bei 40 Tagen.
Trevor konnten wir uns noch nicht leisten zu verlängern. 42 Tage, ja. Und Grizzly muss auch noch ran. Denn der schießt sonst und aus der Entfernung trifft er auch. Einen gezielten Schuss. Leider kein Treffer. Okay. Na dann bin ich mal gespannt. Ich sagte, aus der Entfernung trifft er auch. Drück die Daumen, das ist doch nicht. Ach. Okay, er hatte doch keine Aktionspunkte mehr. Okay, also durch den Schaden, den er schon erlitten hat, konnte er jetzt doch nicht mehr reagieren. Das ist gut. Und jetzt ist er auf jeden Fall fällig. Jetzt ist er bewusstlos geworden, weil er vorher schon sehr viele Aktionspunkte abgezogen bekommen hat. Ich glaube, Ira hatte ihn mit dem Feuerstoß ja ziemlich gut getroffen. Daran wird es gelegen haben, dass er nicht mehr handlungsfähig war. Okay, gut. Das ist sehr gut und der bleibt jetzt auch liegen. Das gleiche machen wir jetzt mal mit Hamus und bei dem. Oder ihr. Und für sie hat das auch das Ende bedeutet. Und dann Chris lasse ich mal weiterhin nach oben blicken und die anderen, die jetzt hier sind, gucken wir mal wieder in die Richtung. Ira ist ja schon bewegt worden. Genau, sie kann sich nachher um den weiter kümmern. Ich denke nicht, dass der jetzt aufsteht. Der ist ja wegen Erschöpfung umgefallen beim ersten Treffer. Okay. Runde ab. Runde beenden. Danach auf jeden Fall erstmal speichern. Unterbrechung für Fox. Gut, dass sie noch genügend Aktionspunkte hat. Nachdem der auf das Dach geklettert ist, der tut jetzt nichts mehr. Das ist ein Unteroffizier. Ja, überlassen wir erstmal Dimitri den Versuch, damit er üben kann. Das ist auch nicht so weit weg, da kann er durchaus mal die Pistole einsetzen. Ist zwar die Glaser-Munition drin, aber wir wissen ja auch nicht, ob der jetzt hier gepanzert ist. Ist er. Der hat Rüstung an. Deswegen tut ihm das auch gar nichts. Ja, die hat die Munition, wenn sie die Rüstung durchdringt, dann macht sie deutlichen Schaden. Konnte man ja hier ganz gut sehen. Mal 3, also den dreifachen Schaden von einer normalen Patrone. Aber die Rüstungsdurchschlagkraft ist halt auch nur ein Drittel oder weniger, 0,3. Aber ist nicht so schlimm. Konnte er etwas Schießen trainieren. Ansonsten würde ich jetzt fast sagen, lassen wir mal die Ira nochmal probieren. Sehr gut. Nimm das. Ich lerne schnell. Du lernst schnell. Das ist auf jeden Fall richtig. Das wird man später richtig gut sehen, wie schnell Ira lernt. Hatte ich jetzt gespeichert? Es war ja die Unterbrechung. Am Rundenstart wollte ich speichern.
Okay, jetzt habe ich gespeichert. Und nochmal eins vor. Ah, ist okay so. Oh. Psst, Geräusche. Ach, der liegt ja da noch. Um den sollte ich mich kümmern, bevor der wieder aufsteht. Ira. Das war nicht getroffen. Dann lassen wir Hamus sein Glück versuchen. Das war getroffen. Okay, gut. Ja, ich versuche erstmal die schwächeren Söldner schießen zu lassen, damit die öfter treffen und damit auch an Treffsicherheit gewinnen. Und dann versuche ich halt auch diejenigen, die nichts kosten, mehr schießen zu lassen. Damit diejenigen, die was kosten, nicht so schnell an neuen Erfahrungsstufen gewinnen und dann immer mehr und mehr kosten. Okay, dann lasse ich jetzt den Rundenmodus vorbeigehen. Psst, Geräusche. Ich hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Kriegen Sie jetzt wieder Gelegenheit, aufs Dach zu klettern? Ich warte ein wenig. Ich hoffe, meine Ohren flunkern mir was vor. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Okay, es tut sich nichts. Was haben wir jetzt hier gehabt an Gegnern? Psst, Geräusche. Eins. Ist einer bis hier gelaufen? Nee, ne? Nur die drei von hinten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich sie sehen. Ich sehe einen Rotten Man. Okay. Muss. Ein Hauptfeldwebel ist da wieder auf das Dach geklettert. Such mal wieder einen Pistolenschuss. Das ist in Reichweite. Und das war ein sehr guter Treffer. Adios, Rotten Man. Rotten Man. Okay. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Weit sind sie sicher nicht weg. Psst, Geräusche. So, jetzt haben sie wieder Zeit hochzuklettern. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Und da ist auch jemand, der die Gelegenheit wahrnimmt. Arak, vielen Dank. Vielen Dank für dein Abo und vielen Dank für dein Gifted-Sub. Am Samson, an den Samson. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend. Und ich wollte noch was schreiben später dann zum Thema Fusion. Und ich melde mich dann noch, ja, also gegen später Abend. Aber die anderen können ja auch mal was schreiben, ne? Ich glaube, du hattest mich direkt angeschrieben. Dann dir einen schönen Abend noch. Mach's gut. So, erstmal Dimitri. Wieder die Chance geben. Und wir nehmen wieder eine simplere Waffe. Aber vielleicht doch nicht die. Denn damit kommen wir ja nicht. Kommen wir ja nicht durch die Rüstung durch. Sollte der eine tragen. Okay, mit Schalldämpfer, aber nicht getroffen. So, das ist jetzt zu weit für die Pistole von Ira. Dann nehmen wir mal die AK. Ich glaube, für die AK habe ich gar nicht so viel Munition. Da müsste ich auch ein bisschen picky sein, ob ich damit wirklich schießen will. Aber
Ich möchte ja auch, dass sie trainieren. Okay. Das sind unsere drei bezahlten Söldner. Teuer bezahlten Söldner. Na gut, Fox ist jetzt gerade im Erfahrungslevel gestiegen. Mal wieder ein bisschen Puffer. Es geht jetzt anscheinend ein bisschen so weiter. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Du kannst darauf wetten. Die Kerle sind nicht sehr weit gekommen. Die Leiste ging hier zum Ende noch relativ langsam. Könnte sein, dass da noch einige Gegner auf uns warten. Und es ist echt eine sehr, sehr komfortable Position hier auf dem Dach. Denn jedes Mal, wenn ein Gegner hochkommt, verbraucht er erstmal seine Aktionspunkte. Und wird dann handlungsunfähig. Das ist schon hilfreich. Gelinde gesagt. Ah, das ist in Reichweite. Was ist die blaue Munition? Da muss ich auch, das ist, glaube ich, Hohlspitz. Blau? Die blau? Oder ist es einfach die Standard? Nee, die Standard wäre doch weiß, gelblich. Nee, weiß. Standardmunition. Nee, das ist Hohlspitz. Deswegen macht es auch keinen Schaden. Dann muss ich da die Waffe nochmal wechseln gegen die hier. Okay. So. Und Fox wieder. Fox muss es wieder beenden. Könnte sie, würde eigentlich reichen, wenn sie mit einer Waffe schießt. Das habe ich dem Writing Bull immer versucht einzureden, dass er Fox mit zwei Waffen ausstatten soll. Weil Fox einfach mal eine hervorragende... Ach, Glasermunition. Egal, wir haben so lange auf den geschossen, bis er vor Erschöpfung umkippt. Weil Fox einfach mal eine hervorragende Schützin mit zwei Pistolen ist. Und wenn sie solche Pistolen hat, die noch eine gute Reichweite haben. Ja, das ist schon super. Mit 15, das ist für Pistolen schon viel. Die hier hat 12. So, okay, der hat erstmal das Bewusstsein verloren oder ist erschöpft. Können wir in der nächsten Runde weiter bearbeiten und da krabbelt wieder jemand aufs Dach. Und will mitspielen. Das sollte auch für ihn die Runde beendet haben. Okay, Dimitri. Lass mal den hier nehmen. Der steht noch. Ira. Ist zu weit weg dafür. Dann muss sie wieder die AK nehmen. Und sich drehen. Aber dafür trifft sie gut. Ja, dann lassen wir Fox das beenden. Der bleibt hoffentlich liegen. Ach. Ach. Nachladen ist zu teuer. Das ging dann auch mal durch. So, Runden wieder umgehen lassen. Geräusche. Sie sollen kommen. Ich bin dann die Überraschung. T6
Theoretisch könnten sie auch sowas versuchen wie, wir werfen mal eine Granate hoch. Ich bewege mich ja auch nicht. Eigentlich müssten sie ja sogar wissen, wo ich liege. Zumindest weiß ich ja in meinem Team immer, wenn die Gegner sich nicht bewegen, wo die ungefähr sind. Tja, jetzt tut sich nichts mehr. Jetzt muss ich mich vielleicht gleich bewegen. Denn ab einem gewissen Punkt kommen sie dann auch nicht mehr. Ne? Was nicht heißt, dass dann nur noch ganz wenige da sind. Das muss es nicht heißen. Kann es aber heißen. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir mal, Geräusche, ein bisschen in eine aktivere Position zu kommen. Okay. Und ja, ich mache sie wieder alle leise, damit sie nicht direkt hören, wo wir langtapsen. Ansonsten würde ich mich jetzt schon, denke ich, im Trupp so ein bisschen Richtung Dachrand bewegen und gucken, ob jemand angreift. Ist nicht ganz ungefährlich. Das vielleicht mal ich lasse Hamus mal da und lass mal die drei hier losziehen. Kam ja jetzt alle von unten eigentlich. Ich werde mal so ein bisschen. Genau, okay. Auf der Seite scheint niemand zu sein. Könnte ich jetzt über den Dachrand gucken. Jetzt nochmal hier rüber gucken. Jetzt anscheinend auch niemand so direkt. Chris müsste ja alles sehen können, genau. Möglicherweise könnte einen Blick wert sein. Komischerweise jetzt alles aufgedeckt auf einmal. Und nicht vorher. Könnte natürlich sein, dass die jetzt alle im Gebäude sind auch, ja. Das mit dem Gegner, der auf dem Dach. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. War. Muss halt überhaupt nicht sein. Er könnte auch von irgendwo anders geschossen haben. Vielleicht tatsächlich von hinten, von hier irgendwie. Dass er von hier irgendwie auf dem Dach jemanden sehen konnte oder einfach mal nur eine Salve drüber geschickt hat. Um uns zu erschrecken. Okay, also. Da ist niemand mehr direkt. Was ist das? Okay, also tatsächlich niemand direkt zu sehen. Würde ich sagen, die sind jetzt, die restlichen sind im Gebäude. Es ist die Frage, wie kommt man am besten dahin? Also was immer ganz okay funktioniert hat, war wirklich sich über die Tür zu stellen und runter zu hüpfen. Weil das aber schon ziemlich gefährlich ist. Okay, ich gehe mal mit allen hier unter und bringe mich erstmal in eine Position, wo ich Übersicht habe.
Vielleicht lasse ich oben. Der Dimitri geht schon mal runter. Und passt nach hinten auf. Chris? Geht runter. Passt nach vorne auf. Ich lasse auf dem Dach Trevor auf dem Dach, weil der vom Erfahrungswert noch nicht ganz so weit ist wie Grizzly und es wäre schlimm, wenn der noch weiter steigt. Und ich lasse auch Ira auf dem Dach oder Amuse. Ich lasse Amuse auf dem Dach. Der soll nach hinten gucken und aufpassen, dass da niemand kommt. Trevor unterstützt von oben. Die anderen drei gehen mit runter. Gucken, ob Grizzly kurz durchgucken kann. Nee, hat dieses Mal nicht geklappt. Aber nur beim Hochklettern? Auch nicht. Okay. Da geht's los. Hat's geklappt beim Runterklettern. Aber der Gegner hat mich gesehen, dass ich hier vor dem Gitter lang bin. Bewege ich mich mal lieber weg dort. Nicht, dass er da mal auf gut Glück reinfeuert. Ist ja unwahrscheinlich. Aber man weiß ja nie, was sie sich einfallen lassen. Okay. Damit wissen wir jetzt auf jeden Fall, da ist einer drin. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Von Nordwesten. Also es könnte der sein, aber der ist dann immer noch drin. Also es sind ja auch viele Fabrikarbeiter da drin. Deswegen sagt es halt wirklich gar nichts aus mit den Geräuschen. Normalerweise ist es immer eine sehr gute Hilfe. Aber in dem Fall halt leider gar nicht. Jetzt können wir hier schon ziemlich gut sehen, aber... Achso, der rollt sich ja auch nicht, wenn ich... Okay. Da ist das Tor offen. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Jetzt haben wir mit Trevor natürlich den Mann oben, der die Türen öffnen kann, ne? Ja, nicht so sinnvoll eigentlich. Tauschen nochmal mit Grizzly. Aber wenn, dann kommen sie, denke ich, da raus. Ja, oder hier vorne an einer der Türen direkt. Okay, Trevor. Wir machen einfach mal eine Tür auf. Was soll schon schief gehen? Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Alles gut gegangen. Okay, 5. Das ist 19 Uhr. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal
nachlegen bei Rise of Cultures, oder? Okay. Gut. Trevor hat jetzt die Gelegenheit, auf ihn zu schießen. Könnte er natürlich direkt machen. Und dann kann er wieder beiseite treten. Wobei er das nicht so einfach machen kann. Denn er müsste um die Tür rumgehen. Es könnte der gewesen sein, der hier hingelaufen ist. Also der mich hier gesehen hat und dann da hingelaufen ist. Ich kann natürlich auch mal sowas versuchen, dass ich hier durchschieße. Mit Dimitri. Mal schauen, ob das klappt. Anscheinend nicht. Das ist einfach nur abgeprallt. So wie es aussah. Ja, ich kann ihn eigentlich nur dann anschließend wieder nach rechts rennen lassen. Weil. Und dann kann er hier gesehen werden. Naja, muss er eigentlich rumrennen. Okay, wir versuchen einfach mal einen Kopfschuss aus der mehr oder weniger Nähe. Nicht getroffen. Okay. Und er kommt rausgerannt und direkt vor die Nase von Fox. Das war nicht sehr klug von ihm. Aber gut für uns. So, jetzt sind sie natürlich erstmal enttarnt. Oh, das können schon noch zwei, drei Gegner sein, der Leiste nach zu urteilen. Okay, wie gehe ich jetzt am besten weiter vor? Ich würde fast sagen, ich gehe zur nächsten Tür und öffne die. Nichts passiert. Ich wollte eigentlich die Runde beenden. Okay. Niemand zu sehen. Chris. Was ist das? Ich kann jetzt auch nicht, ich kann nur geduckt reinlaufen. Okay. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten. Langsam wird's brenzlig. Okay. Das war nicht ungefährlich. Aber es hilft nichts, dass du dich jetzt da hingelegt hast, Chris. Du musst da wieder raus. Wir sehen nur den. Das ist ein Hauptfeldwebel. Ich mach mal Folgendes. Geh mal mit Trevor hier rein. Und zwar mit Alt, sodass der seitlich läuft. Oh, der sieht den anderen auch nicht. Und
werde mal den hier angreifen und dann gehe ich wieder raus. Okay, Chris könnte jetzt noch da hinten laufen und hinter den Kisten in Deckung gehen, aber ich weiß nicht, ob da niemand von dort kommt. Das ist mir nicht so wirklich was. Ich würde wieder rausrennen mit ihm. Wirklich sicher ist da nix. Okay, Ira, deine Chance. Er hat die schlechte Idee gehabt, zu uns zu kommen. Und Ira nutzt ihre Chance. Das gleich nochmal. Nimm das! Nimm das. Was ist das? Sehr gut. Kaugummi ist das. Kaugummi. Kaugummi, noch so ein MacGyver-Tool. Okay, Chris, rennst du nochmal rein? Ich glaube, das ist ziemlich verrückt. Was ich mal versuchen könnte, ist jetzt einfach auf der ganz anderen Seite eine Tür zu öffnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Grizzly einmal hier rüber laufe. Er macht aber leider auch Schritte lauter. Der hat hinter sich die Tür wieder geschlossen. Mhm. Okay. Okay, Chris. Kannst hier wieder dich hinlegen und Wache schieben. Grizzly. Auf dem Dach. Ein paar Schritte. Wieder ein Schritt hörbar gewesen. Okay, Trevor, öffne die nächste Tür. Gut, we have Intel. Hauptfeldwebel, Feldwebel. Okay, die haben keine wirklich guten Positionen. Ah, noch einer. Okay, hat nicht geklappt. Wir sind entdeckt. Wir rennen hier hinter die Wand, damit sie uns nicht mehr sehen. Und dann sollen sie wieder rauskommen. Drei sind da auf jeden Fall noch. Wie wir jetzt wissen, Ira kriegt die Chance. Ira behält die Chance, weil der sich nicht hingelegt hat. Sehr schön, Ira. Dann immer oben weiter rennen. Ah, ohne Laut. Und Trevor darf nochmal reinschauen. Um dem jetzt hier. Ja, wobei, eigentlich. Ist doch. Lass doch Ira versuchen. Ja, sie sind da, sie sind da. Stuff Steven, hi. Willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Magst du Jagged Alliance? Magst du Jagged Alliance 2? Weißt du, dass bald Jagged Alliance 3 rauskommen soll? Es war jetzt nicht so gut, dass sie ihn an den Beinen getroffen hat. Jetzt kann sie ihn, denke ich, nicht mehr sehen. Das ist jetzt nur ein Artefakt, das er noch
zu sehen ist, aber er ist ja eigentlich hinter den Kisten. Sie guckt hier eh so halb durch. Können wir nochmal auf Ende drücken. Genau, sie kann ihn nicht mehr sehen. Sie kann da nur sehen, wer kniet oder steht. Deswegen ist es gelb unterlegt. Aber Ira hat schon wieder einen Punkt Treffsicherheit gewonnen. Schon den zweiten in dieser Runde. Okay. Grizzly. Ich gehe mit Trevor jetzt mal nach oben. Und Grizzly hinterher. Weil wenn Grizzly da ganz alleine ist, dann ist das, glaube ich, auch keine gute Idee. Trevor kann, glaube ich, ziemlich leise gehen, oder? Ja. Geht so. Du musst passen auf! Nicht alle Soldaten dort! Richtig leise gehen die auch nicht. Geht da auch nicht. Sondern eigentlich ist die Idee, ich lege mich mit einem direkt davor, ziel schon rein, auch wenn ich nichts sehe. Und Trevor macht die Tür auf. Au. Oh. Steven, you are speaking English. Why no Mercs voiceless? Voice lines? What do you mean? They talking. In German. Muss passen auf. Nicht alle Soldaten tot jetzt. That was Dimitri. Okay. Dann öffnen wir jetzt die Tür und hoffentlich werden wir nicht erschossen. Es sind ja nur Rote da drin. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Do they usually talk when you click on the portrait? Ah. I guess I disabled their or a parts of their communication. Probably. I'm not sure. Okay, die gucken jetzt beide in die falsche Richtung, weil sie natürlich abgelenkt waren von den Aktionen, die ich hier unten gemacht habe. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt kann ich halt auf sie schießen. Und sie schießen nicht auf mich, weil sie nach unten geguckt haben. This was part of my plan, Steven. So I opened this door and hoped that they look down to the other doors where I was before. And so I could not be hit there. I guess it's not so difficult. Not sure. Can take a look. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal einen Kopfschuss. Zeit für ein Kämpfchen. Why? I did it. Auf die Wumme kommt es an. Wie? Profi. So it's a Jagged Alliance 1.13.
And not the usual Jagged Alliance 2? Profi is a professional, but I'm not sure what's a counterpart in English. In the game, at least. Okay, ich lasse den mal da. Das sind nur noch rote. Trevor. Der ist weiter weg. Na, versuch's mal. Perfekt. Okay, auch Trevor lege ich hin. Denn ich weiß nicht, ob noch jemand von hier kommt. Der hier ist kritisch. Und weit weg. Also der wird nicht auf die schießen. Normal, Expert, Insane and Novice. So I guess it's Expert. Isn't Insane the difficulty where you can't save also? Or was it an extra button? Also ich lasse die mal geduckt dort und gucke mal, ob da noch jemand von dort kommt. Trevor hat noch ein paar AP. Just a lot of enemies. Ja, okay. I have a lot of enemies. That's for sure. Iron Man, right. Iron Man mode. But I haven't activated this. Basically, I wanted to replay the game because what's the right word? You usually play Iron Man. Nice. I just wanted to replay it because it is a lot of fun, and I never finished it really. So I just got it to Belém all the time and never visited Meduna. So probably I can do it when I'm streaming. I hope so. Okay, Steven. Nice. Gut. Das ist möglicherweise jetzt der letzte, weil sich jetzt nichts mehr tut. Ich denke, er ist der letzte. Was kann das sein? Okay, Book. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Okay, ja. Did I visit you? Das war's dann mit den Zielobjekten. Die letzten in diesem Sektor. I can remember a stream of a guy playing just Biff and Flo. But I guess it was not you. It was somebody who's... Hier müssen Sie sich an den Geschmack von Asche auf Ihrer Zunge gewöhnen. Es wird ja viel Kohle verbrannt. Ich kenne hier in der Nähe eine Bar. Da können wir den ekligen Geschmack wegspülen. Genau, das war wieder die lokale Touristeninformation von unserer guten Ira. The local tourist information of Ira. Yeah, a couple of days ago I was on a Twitch channel there was somebody playing only with Biff and Flo, which is insane. But yeah, it's
Herausforderung. Ja, yeah, probably you. If you doing that, then it was probably you. Okay. Yeah, Biff and Flo I have too, but they are my mercenaries to recruit militia. So, on expert Iron Man. Wow. Okay, ich erkläre es mal kurz. Biff und Flo sind so ziemlich die schlechtesten Söldner, die man haben kann. Die haben keine guten Werte und keine gute Treffsicherheit. Aber sie sind beide recht klug. So, Flo hat 83 und Biff nur 60. Okay, aber Flo lernt recht schnell. Dafür, dass sie so schlecht ist. Aber es ist echt eine Herausforderung. Mir fällt gerade das englische Wort für Herausforderung nicht ein. So I told them it's hard to play with them because they are really bad. Yeah, challenge. But yeah, it's a challenge to use Biff and Flo because they are really bad. And how do you do that? Because when you start, you cannot choose Biff and Flo because they become available when the other mercenary company opens, Merc. And do you wait at the start until they open, or how do you do that? That's the point. A lovely couple saving a Rulko. Yes, right. Genau, die sind miteinander liiert. Die sind ein Pärchen, die beiden. Und die geben sich auch mal so nette Zeilen, wenn man mit ihnen unterwegs ist. Das werden wir bestimmt auch noch irgendwann sehen. Ah, okay. Also er heuert Leute an, die gute Waffen haben, lässt wahrscheinlich die Waffen da und wartet dann eine Weile, bis Merc öffnet und legt dann erst los. Ja, also ziemlich interessantes und herausforderndes Konzept, würde ich sagen. I guess you hire them for just one day and then you drop all the stuff they have and let them go again. And then Flo and Biff get this great guns. Hi, Hans Niemand. Klanz Niemand. Okay, yeah. Because the mercenaries which have the really good guns are also very expensive, so it's enough to hire them for just one day and leave the weapons. And then use them with Flo and Biff. So I told this in English. And I wanted to tell it in German. Okay. But I will finish now. So I have saved the sector, and I will just take a look on the drops. Ich werde jetzt Schluss machen, denn ihr wisst ja, meine Familie ist nach Hause gekommen. Und ich werde jetzt zu den beiden gehen und dann schauen wir noch was zu Abend und lassen den Abend ausklingen. Aber es ist schön, dass ich wieder ein Stück vorangekommen bin. Und und ich den Sektor sogar zu Ende holen konnte. Fast in der anvisierten Zeit. Okay, Thürewald, danke dir. Danke dir für 42 Bits jedes Mal. Das ist echt
Super lieb von dir. Die Waffen, die gedroppt sind, sind dieses Mal nicht so super. Schauen wir uns noch genauer an, aber die Rüstung sieht wieder ganz gut aus. Ja. Schaue ich mir dann noch genauer an. Beim nächsten Mal. Aber ich bin jetzt erstmal eine Woche auf einer Schulung in München. Und da kann ich dann nicht spielen. Also erst wieder nächstes Wochenende. Keine Pharmas im Schrank. Das kann sein, dass die noch im Schrank ist, weil ich habe ja noch nichts geöffnet. Meine Familie ist halt nach Hause gekommen. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie noch ein bisschen länger weg sind, aber sind sie nicht. Und von daher werde ich jetzt mich ihnen anschließen und dann den Abend ausklingen lassen. Also, in die Schränke schauen wir noch. Genau. Vielleicht sammle ich schon mal ein bisschen auf, was ich hier gefunden habe und verteile das, bevor ich wieder weiter streame. Aber in die Schränke können wir dann wieder gemeinsam gucken und dann in den nächsten Sektor gehen. Okay, dann... danke fürs Zuschauen. Thank you for watching. Steven, cool Challenge. Also für die anderen, falls ihr mal bei Steven reinschauen wollt, macht das auch gerne mal. Der hat auf jeden Fall eine anspruchsvolle Aufgabe mit Biff und Flo, Arolku zu retten. Aber genau. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob jemand da ist zum Raiden. Vermutlich nicht. Steven? P? Na klar, dann raiden wir zu P. Sollte es gehen, sollte er erlauben, geradet zu werden. Manchmal verbietet er ja das ja. Okay. Ja klar, dann raiden wir zu P, wenn P da ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Have a nice evening. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Und für die ganzen Bits und Abos und Kommentare. Und dann wünsche ich euch... Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Habe ich schon gesagt. Stream Manager... Kanal reden. P spielt Kena. Das ist doch dieses Comic-Spiel, oder? Bin mir nicht sicher. Naja, nehmt noch ein paar Punkte mit, lasst schöne Grüße da und dann bis hoffentlich ganz bald, aber erst frühestens nächstes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Okay. So, für diejenigen, die jetzt noch nicht mitgeradet sind, ich speichere jetzt nur noch. Speichern. Und dann mache ich aus. Wie gesagt. Und nochmal tschüss. Und bis bald. Jetzt drücke ich nämlich auch wirklich auf das Stop-Streaming-Knöpfchen.